zur Beratung unseres Bischofs nach Limburg berufen. Begrüßen Sie mit uns die katholische Unternehmensberatung Consultatio Domini. Damen und Herren, bei Consultatio Domini, der Beratungsgesellschaft mit beschränkter Haftung im Auftrag des Herrn. Vielleicht erinnern Sie sich noch an unsere früheren Beratungen. 2002 die Dom-Unternehmensberatung, 2003 die Beratung zu sparen und erneuern. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Das war gestern anders. Das war gestern anders. Ich liebe das. Die Technik ist immer toll. Also früher war alles auch aus Holz. Deswegen mag ich auch keine Keyboard. Ich spiele lieber Klavier. Zum Beispiel. Ich habe da. Da weiß man, was man hat. Unternehmensberatung, 2003 die Beratung zum Projekt Sparen und Erneuern, vor zwei Jahren die Beratung zu Ökumene, Kirchenraum und Liturgie und zum Auftakt der Großpfarrei Warnow-Condow. Und da ist es an der Zeit, Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen. Dank Ihrer Empfehlung ist es uns gelungen, auch den Bischof von Limburg zu überzeugen, dass er unsere Hilfe braucht. Kommen wir also dieses Jahr zu übergeordneten Themen. Die Beratung des Bischofs von Limburg. Eine Erfolgsstory. Leben in der Großpfarrei. Was wird sich mit der Fusion ändern? Welche neuen Chancen tun sich auf? Und schließlich Qualitätssicherung in der Kirche und im Gottesdienst. Hier gibt es hochinnovative Lösungen, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, hat unser Bischof im vergangenen Jahr jede Gelegenheit genutzt, schlechte Presse zu machen. Sicher haben auch Sie die Seite 1 Artikel aufmerksam studiert und erinnern sich an diese Schlagzeile. Amt ist schwer beschädigt. Wie unsensibel der Bischof mit den Katholiken in seinem Bistum umgeht. Entspannen auf höchstem Niveau reichte nicht. Viel schlimmer kann es doch gar nicht kommen. Das haben wir erfolgreich ändern können. Zunächst einmal diese Gefühllosigkeit des unseligen First-Class-Flugs in die Slums von Indien. Wir haben ja alle gehört, dass er das bestimmt nicht wieder machen will. Und warum nicht? Weil Consultatio Domini inzwischen mit der Lufthansa gesprochen hat. Die Bedingungen in der Business Class wurden entscheidend verbessert, auf die Bedürfnisse des Bischofs angepasst und Sie konnten das auch alles in der Werbung schon sehen. Hier ein kleiner Ausschnitt. Wir sehen, ein Knopfdruck genügt. Man liegt flach in der neuen Business Class bei der Lufthansa. Der Bischof einfach Business fliegen und trotzdem gut erholt, ausgeschlafen in den Slums dieser Welt nach dem Rechten sehen. Unser umstrittener Bischof hatte Regierungssprecher der Netz eingestellt.
zur Imageberatung. Schauen Sie mal, was dieser arme Mensch erklären sollte. Sie sehen hier ein Luftbild von Limburg und erkennen unschwer die Umrisse des Doms. Direkt daneben die gleich große Baustelle für Bischofshaus und Kapelle für 35 Personen. Das sollte Herr Metz dann erklären. Glauben Sie, dass man das erklären kann? Und haben Sie in den letzten Monaten irgendwas von Herrn Metz gehört? Natürlich nicht. In ganzem Vertrauen, Consultatio Domini hat ihn abgelöst. Das merken Sie an den Ergebnissen. Unmittelbar darauf hat der Bischof dem Wetzlarer Vorschlag zugestimmt, aus den jeweiligen pastoralen Räumen jeweils eine Großpfarrei entstehen zu lassen. Genau so, wie es die Wetzlarer Katholiken vorgeschlagen hatten. Welch ein Lichtblick! Und überhaupt hat sich der Unterhaltungswert unseres Bischofs da ganz entscheidend verbessert. Stimmt genau. Am 23. November 2012 ist er ganz groß im Fernsehen rausgekommen. Ein eigener Beitrag in der Heute-Show. Ja, ein toller Erfolg. Trotzdem, irgendetwas muss da faul gewesen sein, weil genau einen Tag später wird gemeldet, die Pressesprecherin des Bischofs kehrt nicht mehr aus dem Urlaub zurück. Die hatte wohl auch keine Worte mehr. Jetzt bleibt nur noch ein Bischofsberater, den Consultatio Domini überzeugen muss. Zugegeben, ein ganz hart gesottener Bursche. Du meinst doch nicht etwa den Generalvikar? Den Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande? Des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse? Und des Hessischen Verdienstordens? Und des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland? Den Monsignore und päpstlichen Ehrenprälaten. Und Ehrendomherr des Limburger Domkapitels und apostolischen Protonotar. Professor Dr. Dr. Franz Josef Kaspar? Doch, genau den meine ich. Aber jetzt macht doch mal nicht so viel Wind. Die einzigen Titel, die er sich öffentlich gönnt, sind der apostolische Protonotar und der universitäre Schnickschnack. Dann. So sieht's aus auf der Limburger Internetseite. Ja, und genau mit diesem Titel befindet er sich ja auch in wirklich allervorzüglichster Gesellschaft. Warum denn das nun wieder? Nun, ich nehme an, er möchte damit die Verehrung seines berühmten, promovierten Kirchenrechtlerkollegen und apostolischen Protonotars bezeugen. Jenes Herrn. Die Damen haben ihn erkannt, kein geringerer als Giacomo Girolamo Casanova. Also dann, aufgepasst, man weiß nicht, was in so einem apostolischen Protonotar noch alles schlummert. Übrigens, beide haben unter einem Papst Benedikt gedient. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Das Leben in der Großpfarrei oder auch in der Pfarrei neuen Typs. Sie erinnern sich, abgekürzt PNT. Danke für den Hinweis. Eins habe ich noch vergessen. Sag ich doch. Manchmal brauchen wir etwas länger. Leider mussten wir für die Vorbereitung dieses Vortrags unseren Bischof in der Beratung ein klein bisschen vernachlässigen. Und ups, da ist es diese Woche wieder passiert. Er musste sich mit der Rechtsabteilung des Spiegels wieder anlegen, wegen des achten Gebots. Wann hat er denn nun gelogen? Wir wissen es nicht. Jetzt. Also, das Leben in der Großpfarrei oder auch in der Pfarrei neuen Typs, PMT. Was erwartet denn die Gläubigen in einer solchen... Moment, halt. Du kannst doch nicht erwarten, dass es in der Pfarrei neuen Typs altmodische Gläubige gibt. Da müssen wir auch jetzt umdenken. Und die Begrifflichkeit mal anpassen. Das sind nicht mehr bloß Gläubige, sondern Pfarreinutzer neuen Typs. Die wollen auf ihrem Level angesprochen werden. Na klar, es ist nicht wirklich so ganz so schick, die Domrufe gedruckt mitzunehmen oder durch das Eintippen ellenlanger Adressen in den Internetbrowser aufzurufen. Spätestens seit dem letzten Weihnachtsfest haben sie doch auch alle sicher so ein schickes kleines Smartphone. Und sind in der Lage,
solche QR-Codes zu lesen und sich so den gesamten Inhalt der Domrufe auf ihr Handy zu holen. Das spart immens Papier und spart auch die Austräger, denn auch die ehrenamtlichen Alpentyps sterben ja so langsam aus. Alle befürchten nun, dass mit der Errichtung der Pfarrei Neuen Typs niemand mehr vor Ort ist. Wie ist das mit den Öffnungszeiten des Pfarrbüros? Die Älteren unter Ihnen werden sich noch an die Zeit der Pfarrsekretärinnen erinnern. Da saß eine freundliche Dame im Pfarrbüro und hatte auf ihre Fragen und Anliegen immer eine gute Antwort. Demnächst wird das nicht mehr nötig sein. Ja, Sie selbst brauchen sich nicht einmal mehr zu bewegen und können alles bequem von zu Hause erledigen. Denn es gibt jetzt die App. Sie wissen, was eine App ist? Das kommt von Englisch Application, Anwendung, und ist schlicht irgendetwas auf Ihrem Smartphone, was irgendetwas für Sie tut. Brandneu für Sie, die Pfarrbüro-App. Damit können Sie alle Anträge runterladen, ausfüllen und unterschrieben wieder zurückschicken. Zum Beispiel für Taufgespräche, Seelenämter, Traugespräche, Stammbucheintragungen, was Sie wollen. Auch Spendenquittungen, Terminabsprachen für Dienstpläne etc. können hiermit erledigt werden. Traugespräche werden übrigens ganz diskret per Skype, also Bildtelefon per Internet erledigt. Diese tollen Anwendungen gibt es auch für Sakramente. Seien Sie doch mal ehrlich, Sie würden auch öfter beichten gehen, wenn Sie das bequem aus Ihrem Ohrensessel machen können. Und hier ist die Lösung. Die Beicht-App mit Permissio Pape, der Erlaubnis des Papstes. Noch in Englisch, die deutsche Version ist in Vorbereitung. Übrigens, wenn Sie mal schauen, gar nicht so teuer. Im Vergleich zum mittelalterlichen Ablasshandel sogar spottbillig. Auch Spenden wird immer einfacher. Das EC-Gerät steht direkt in der Kirche zum Abrufen, wie hier zum Beispiel in St. Michael in Hamburg. Praktisch und trotzdem diskret. Nachdem wir nun eine ganze Reihe Haupt- und Nebenamtlicher eingespart haben, wollen wir das Thema noch ein bisschen vertiefen. Denn auch Kirchenmusiker und Messdiener alten Typs gibt es ja kaum noch. Wir waren für Sie auf der CES, Consumer Electronics Show in Las Vegas, und präsentieren Ihnen hier die neuesten Trends der sakralen Roboterentwicklung. Zum Beispiel den Chorleiter Neuen Typs. Ab sofort sind parallele Aufführungen der Spatzenmesse an Ostern in verschiedenen Kirchen kein Problem. Oder den Ministranten Neuen Typs. Es gibt ihn in verschiedenen Größen, S, M, L und XL. Der Verkauf erfolgt nur paarweise. Bei einer Bestellung von mindestens 5 Paaren gibt es den Vortragekreuzmessdiener in der Größe XXL. Hier zum Beispiel kniend. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Und im Alter lässt die Seeschärfe sowieso nach, das merken Sie in der Bank gar nicht mehr. Standardmäßig sind die Roboter umschaltbar in den liturgischen Farben Rot, Grün, Violett und Schwarz. Die Umschaltung der Gewandfarbe erfolgt über eingebaute LCD-Elemente, vorprogrammierbar auf ein ganzes Kirchenjahr. Sie sehen, Messdiener-Roboter sind uneingeschränkt zu empfehlen. Die kommen nämlich immer. Und mit einem kleinen Software-Upgrade und einer Soundkarte sind sie auch als Sternsinger zu benutzen. Diese Roboter wurden jüngst in Rom ausgezeichnet und tragen das Qualitätssiegel vom Papst und anderen Primaten empfohlen. Jetzt das Glaubensleben der Pfarrei Nutzer Neuen Typs, wenn immer mehr Kirchen geschlossen werden und kein Gottesdienst in zumutbarer Entfernung erreichbar ist, weiß der mündige Christ sich in Zukunft durchaus
auch auf Dauer selbst zu helfen. Wir empfehlen eine Heimkapelle, die mit etwas handwerklichem Geschick aufgebaut werden kann und mühelos in jedem Reihenhausgarten ihre Platz hat. Hier zum Beispiel eine ganz einfache Version aus Blech. Für den kleinen Geldbeutel und trotzdem mit Vollausstattung. Altar, Sitzgelegenheiten, Weihwasserbecken und natürlich Marien. Für gehobene Ansprüche empfehlen wir ein Modell aus ökologisch angebautem Massivholz. Es wird auf einem Fahrgestell montiert, wodurch es transportabel ist. Es wird einfach per Kran bei Ihnen zu Hause angeliefert. Also, ich finde das schick. Und wie Sie sehen, bei diesen Kniebänken bleiben echt keine Wünsche offen. Dieses Modell ist übrigens dem Prototyp nachempfunden, den der Herr Kardinal Meißner neulich für unseren Bischof in Limburg eingeweiht hat. Apropos Prototyp. Für den mobilen Pfarrei zur neuen Typs gibt es natürlich die Reiseversion für Autos mit Anhängerkupplung. Sie haben Ihre Kapelle dann noch im Urlaub dabei. Uns ist es neulich gelungen, einen Erlkönig, also eine bereits verkehrstüchtige Version im Versuchsstadium zu filmen. Sehen Sie selbst. Hier geht es gerade den Elzer Berg runter, da hinten erkennen Sie gleich den ICE-Einfahrtstunnel, ja? Und Kenner haben es sicherlich erkannt, es handelt sich um einen Ferrari. Gerüchten zufolge liegt sogar schon eine Bestellung aus Limburg vor. So, kommen wir jetzt zu unserem letzten Punkt, der Qualitätssicherung in der Kirche. Auch da muss die Kirche mit der Zeit gehen. Qualitätssicherung ist in allen Unternehmen längst Pflicht. Was sagt uns unsere Risikoanalyse? Die Hauptgefahr geht wie immer vom Menschen aus, der hemmungslos seine Bakterien streut. Schon beim Betreten der Kirche droht Gefahr. Infiziertes Weihwasser. Ikit, da hilft nur stündliches Wechseln. Die Wickelkapelle. Ich vertue mich immer. Die Nikolauskapelle. Hier wird dringend ein Wasseranschluss benötigt. War eigentlich das Gesundheitsamt schon da? Wie gesund ist denn Ihr Banknachbar? Beim Friedensgruß wollen Sie doch keine Krankheiten austauschen. Also Desinfektionsmittelspender an jede Bank. Wenn Ihr Priester sich wegen eines grippalen Infekts mehrfach und vernehmlich während der Messe die Nase schneuzt oder unverantwortlich stark schwitzt und Schweißtropfen auf die heiligen Gaben zu fallen droht. Was hat das für Ihre Gesundheit zur Folge? Bekomme ich die Hostien? Nein, falsch. Die Bakterien und Viren quasi mundgerecht auf meiner Hostie serviert. Dazu soll es nicht kommen. Hier, wir haben die hygienisch einwandfreie Lösung. Der Hostienspender. Erhältlich in Weiß, Silber und 24 Karat Gold, jeweils für 140 Hostien. Details zur Verwendung entnehmen Sie bitte diesem Video. Sie sehen, der Hostienspender steht hygienisch einwandfrei auf dem Altar. Und beim anschließenden Kommuniongang bekommt jeder Gläubige 100% hygienische Hostie in die Hand geführt. Und was passiert, wenn wir die Kommunion in beiderlei Gestalt zu uns nehmen wollen? Oder wenn keine Eucharistiefeier stattfindet und trotzdem die Kommunion gereicht werden soll? Am besten auch in beiderlei Gestalt. Auch für dieses Problem gibt es selbstverständlich eine Lösung. Ja,
Leib und Blut oder wie unsere amerikanischen Freunde sagen, Body and Blood, im hygienischen Zellophanbeutel. Die Hostie ist entweder pur oder gebrauchsfertig mit Rotwein getränkt und dicht eingeschweißt. Dabei wird zertifiziert, dass diese Folie bei der Wandlung deutlich segensdurchgängig ist. Meine Damen und Herren, Sie glauben das nicht? Wir haben für Sie hier ein Original geschafft. Das gibt's wirklich. Wer möchte probieren? Herr Pfarrer, Sie vielleicht. Eine Kostprobe. Vielleicht hat der Herr Pfarrer einmal auch schon überlegt, ob er diese Innovation seinem Presbyterium nicht vorstellt, damit wir gleich rumänisch in demselben Zeitalter eintreten. Hygienisch einwandfrei, ohne Blatt. Wir erwarten die Qualitätsvorteile, Herr Pfarrer. Liebe Vereine unserer neuen Typs, wir verabschieden uns nun und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Verlauf des Abends. Bitte behalten Sie uns gut in Erinnerung und scheuen Sie sich nicht, falls Sie Fragen zur Umsetzung unserer Lösungsvorschläge haben. Wir versichern Ihnen, dass alle hier vorgestellten Lösungen voll und ganz der Wahrheit entsprechen. Wir wissen allerdings nicht, was unser Herr dazu sagt. Wir aktivieren deshalb vorsichtshalber mal unsere Beichte. So gut verraten wir noch nie. Mit Konsultation Domini. Ja!